Moin Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier auf meinem Kanal Moneymaker HD. Okay, heute spielen wir Star Wars Battlefront. Klar, es ist der zweite Teil raus, schon ewig. Und Blendy, du hast mich gerade angelogen. Ja, wie ich schon gesagt habe, heute mit Plenty und mit mir und mit meinem neuen Headset. Das im Übrigen immer noch ziemlich geil ist. Hi. Oh Gott, ich bin so klug, Alter. Ich werfe einfach so eine Granate direkt neben mir. Ja, setz mir jetzt das Waffen. Oh, ich wurde angeschossen. Gott, das geht nicht. So, und das Ding her, runterfahren. Wir spielen nicht online, weil es spielt halt einfach, glaube ich, soweit ich weiß, wirklich niemand mehr wirklich dieses Spiel. Ja, das Spiel ist einfach zu... Es ist halt jetzt schon seit letztem Jahr Star Wars Battlefront 2 raus. Können wir uns natürlich nicht leisten, die Moneymaker Gang natürlich. Oh! LOL! Hilfe, Plenty, hast du Heilung? Ja. Gut. Das war eine schlagkräftige Antwort, muss ich echt sagen. Ich bin nicht gefallen. Aua. Au, 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 au. Das tat weh. Da gibt's nicht zu scherzen, nicht zu schmerzen. Das tat weh. Ey, weißt du, was ich jetzt habe? Willst du uns schon verlassen, was? Soldat? Wieder. Du wirst es gleich hören. Ich werde Ihnen die wahre Natur das der Macht. Nein, hast du nicht. Du bist jetzt nicht. Du bist jetzt nicht Imperator. Oh doch. Och nee. Ha, drüber gesprungen. Dead Skills. Ah, jetzt sehe ich ja auch mal einen Speeder. Junge, verrückter Mongo. Ja, wir spielen heute Waldläuferangriff. Wahrscheinlich zwei Runden, weil eine zu kurz ist. Alter, ihr wollt doch nicht ernsthaft den Imperator umbringen. Mein Gott, diese dummen Rebellen. Oh Gott, ich muss aussteigen. Komm her, komm her, komm her. Komm, gib doch einfach auf, du kleines Drecksding. Boah, dann halte ich mich kurz mit dem Healpack hoch. Boah, du riechst mich so auf. Willst du nicht sagen, dass wir eben einen Webstream gemacht haben? Das wollte ich eigentlich jetzt gleich erzählen. Leute, wir haben heute, also für euch gestern, einen Livestream Fortnite gemacht. Und Leute, ihr glaubt nicht, was passiert ist. Mein erster epischer Sieg. Damn, son! 1100 Punkte habe ich gerade bekommen. So, damn, son! We just hit with a wow, 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 wow effect. Alter, wer schießt auf mich? Kleiner dreckiger Bastard. So. Ah, schön. Ey, meine Kill. 1000 Punkte schon wieder. Nein. Ich schaff nicht wieder 1000 Punkte, oder? 1000 Punkte schon wieder. Hä? Spiel, es liebt mich. Alles klar. Kannst du vielleicht da hinten mal die Ablenkstation ausschalten? Ja, ja, ja. Bitte? Aua. Ich hab mich selber gefunden. Herunterfahren. Ja, bitte! Mach! Ja, wow. Ich mach jetzt. Ich bin gerade auf dem Weg. Okay, sie haben einen.
Oh, yo, Leute, chillt mal eure fucking Base. Bitte. Also Battlefront 1 ist ja jetzt nicht schlecht, aber ich finde Battlefront 2 ein Stückchen besser. Ein Stückchen? An sich ist das viel besser, das hat eine Story wenigstens. Ja, und ein Android. Ja. Ist auch gut. Und Android. Boah, Alter, die regen mich grad so auf. Sie wissen, dass sie nicht gegen mich ankommen, aber trotzdem kämpfen sie. Ich hab mich selber umgebracht. Also. Schön, wie ich die hier eigentlich alle im Schacht halte. Ich bin hier bei deren Spawnpoint, genau in der Mitte. Schön, wie viele Kills mache. Ihr könnt mir später. Schön, wie viele Kills. What? Ach Leute, das ist gerade so easy. Klar, ich bin der Imperator, aber... Leute, ihr könnt mich alle mal. Ihr könnt eh nix. Leute, da ist noch ein Heldensammelobjekt. Ich sehe es gerade. Plenty. Ich weiß. Gerade so genommen. Wow! Scheiße. Ey, ich bin gerade so. Weißt du, wir hatten irgendwie so einen kleinen Lachflash, wo wir den epischen Sieg hatten. Und du bist ausgerastet. Nein. Doch, das wurde erst Episode. Ich bin nicht ausgerastet. Ich raste beim Spielen nicht aus. Leute, nee, du bist wollt ihr mehr Livestream also sehen? Wenn ja, sagt, wann ist am besten bei euch Zeit? Oder einfach gar keine Livestreams mehr, keine Videos mehr, kein Leben mehr. Ihr entscheidet. Ich meine jetzt so. Ausrasten, dass du den Sieg hast, aber jetzt nicht so ausrasten mit dem. Boom! Du wirst sterben! Es gibt ja immer das Ausrasten, wo man einen wirklich. Ja, nee, weißt du eigentlich, wie emotional das für mich ist, die ganze Zeit gestorben zu sein und immer wieder dasselbe und dann irgendwann, an einem Random Tag. Hier kann ich euch jetzt mal genau sagen, es war der 24.02.2018, der erste epische Sieg. Wo bist du eigentlich, Boba? Oh, also ich hab zwei Siege im Team und einen jetzt im Duo. Der erste Duo-Sieg war mit Basti. Das war einfach so ein dummer Kill, weißt du warum? Ich habe Er hat sich da so, er wollte sich das schön einbauen. Ich mach vor dem hinter dem einfach so die wahre Liebe und dann kill ich den. Leute, theoretisch ist das hier jetzt nicht so das Spannendste, als Imperator hier rumzustreifen. Aber das ist jetzt eher so auch zum Teil so eine Talkshow, Talk-Folge. Jetzt habe ich, wo es einfach darum geht, über diese Sachen zu reden, die einfach hier jetzt innerhalb dieser paar Stunden, wo jetzt ein Video online kam, was da passiert ist. Das ist so geil, das ist so abnormal bei mir. Ist eigentlich kein normales Video, wie es ist einfach nur eine Erklärung für mich alles. Also bitte denkt jetzt nicht, ah ja, das ist langweilig, ah, lame, passiert auch eh nichts Spannendes. Ist auch so. Wir wollen jetzt eigentlich eher mal so klarstellen, was war los. Plant, ich habe hier Healing für dich. Es ist was Spannendes passiert, und zwar ja. Leute, schaut euch diesen Livestream an.
Mehr sage ich dazu jetzt nicht mal. Kommt vielleicht heute noch on oder? Das sollte heute noch online kommen. Gut, dann kannst du noch angucken. Aber Junge, ich habe wirklich nichts gemacht. Ich habe hinter dem Barren Liebe gemacht, dann gekillt und du bist sofort so. Hö? Und ich dann noch so, ich habe den gekillt. Also es war wirklich. Ich glaube, du hättest lieber den letzten Kill gemacht, oder? Nee, ich meine, ich habe den vorletzten gemacht, also ist nicht schlimm. Aber ich hatte keine andere Wahl. Ich möchte so gerne den neuen Regenschirm haben. Das ist doch nicht schlimm. So Junge. Das ist ehrlich. Sid hat bei mir nur geschrieben, gut. Bei dir? Bei mir hat er gar nichts geschrieben. Plenty, lass mich nicht töten. Kettenblitz, Kettenblitz, bitte. So. Ja, so viel zu dem Thema. Ich will zu Ketten. Kommt eigentlich noch irgendwas zu erklären, wo wird. Machst du eigentlich täglich Videos oder was? An sich mache ich täglich Videos, das ist bei mir Standard. Was denkst du, was du alles für Erklärungsvideos machen willst? Ich weiß nicht, Vlogs. Unter anderem ja, vielleicht Rocket League, Fortnite. Eher da weniger. Würde ich mich freuen. Du hast bisher in der Art ein Vlog, dass du ja deinen ersten Livestream angekündigt. Da kamst du von irgendwas zurück. Ja, da kam ich von meinem Praktikum zurück. Ja. Leute, nimm keinen Schaden! Hacker! Er ist offline. Nee, der Gegner hat gerade einfach keinen Schaden genommen. War einfach ein Hacker. Geh doch kaputt. Kannst mir helfen. Verstört die anderen. Oh Gott, ich glitsche. Moin. Ein Krieg. Kaputt. Okay, hier nicht. Leute, wenn ich euch irgendwie erklären könnte, wie mein Herz gerast hat bei diesen letzten Momenten. Ja, okay. Ich habe echt nicht gedacht, dass wir das hinkriegen. Jetzt ohne Scheiß, ich habe echt nicht erwartet, dass wir das Finale hinkriegen. Ich dachte, wir verlieren, weil ich habe hinter denen einfach wahre Liebe gemacht. Und ich dachte dann, ey, der sieht das und dann... Ich habe aus vorne einfach mal wahre Liebe und dann knall. Ich sag's mal so, ich wäre auch gestorben, aber weshalb sage ich jetzt nicht. Das solltet ihr dann bitte nachsehen. Wenn es euch wirklich interessiert. Darf ich sagen, warum? Nein, nein. Oder warte, wenn du wirklich willst, dann komm, hau raus. Also er hat du erst von dem Gegner ganz viel Schaden. Und dann hatte der irgendwas mit 20, 30 Leben oder so. Ach Gott, du kannst das nicht. Also, ich habe einen Gegner angehittet, der hat mich allerdings auch sehr gut angeschossen. Da hatte ich 20 HP gehabt. Dann habe ich mir eine Brücke nach oben auf den Berg gebaut, damit ich nicht vom Sturm erfasst werde. Also, allerdings bin ich dann runtergefallen und dann kam ich nicht mehr hoch. Da hatte ich nur noch 10 HP, weil ich glaube in der letzten oder vorletzten Phase macht er 10 Schaden pro Sekunde. Und da wäre ich halt gestorben. Aber in dieser letzten Sekunde, wo ich 10 HP hatte, hat Plenty den gekillt, sodass ich eigentlich gestorben wäre. Das Geile ist halt einfach nur... Er hat mich gerettet. Hier, Plenty. Plenty, hier liegt Heilung. Da, vorne! Ich wollte eigentlich nur Spaß machen, die wir machen, aber ich hatte Angst, dass der das gemerkt. Das habe ich da nicht gesehen, da war ich ja weg. Ey, wahre Liebe. Hab mir mal kurz Hallo gemacht und dann, also Welle und dann habe ich ihn mitgenommen. Der hat sich so fertig gefühlt. Aber warum habe ich nicht Pony mitgemacht? Der ist Dauerlauf. Wie beim letzten Mal, wir halten hier Schach. Also es ist halt einfach nur die, wo wir erklären, was in den letzten paar Stunden
passiert ist in der letzten oder letzten Tagen oder Wochen. Ja. Je nachdem, wie lange die Zeit so war. Und in der Tour spielen wir einfach bei dir schon. Das Spaß macht. Battlefront ist halt bisher mein drittes Spiel. Ich verfehle mein Skin. Doch, tust du wieder. Ja, guck mal, wie viele Kills ich hab. Bin ich wütend. Du hackst ja auch. Ja. Na, eigentlich nicht. Ich werde dich für deine Unverfassung. Ich komme mit Robots halt eigentlich nur nicht klar. Das ist halt das. Da kommt einer vorbei, da kommt einer vorbei. Ich verdammte dich in einen heutigen Angriff. 3, 2, 1. Okay. Dann Heilung. Heilung? Nee, kriegst du nicht mehr. Kriegst du nicht mehr. Mögest du sterben. Ich störe den Spieler, bitte. Oh. Ah, Leute, wirklich. Ich werde auch in den Titel schreiben, Erklärungsvideo. Aber ich weiß, das ist jetzt nicht sonderlich spannend, aber ich bin halt gerade so geheilt, mir geht's gerade so gut. Weil diese ganzen Wochen, diese ganzen Wochen Übung haben sich endlich ausgezahlt. Wir haben gerade eigentlich einfach nur über den Team gesprochen. Da wollen wir jetzt noch über die anderen Sachen reden, dabei noch nur nicht. Nee. Ich verstehe dich nicht, du musst lauter reden. Was machst du beim 50 100er, Junge, red doch lauter, ich verstehe dich nicht. Was machst du beim 50er? Was machst du, wenn du 50 Abonnenten hast? Was für ein Special? 50 Abonnenten. Raumtour. Weiß ich nicht. Wird aber auch noch eine Weile dauern, bis das soweit ist. 100 muss aber was kommen. Oder? Ich weiß es ja nicht. Niemand entkommt der dunklen Seite. Ich bin gerade echt vor, wie dunkel ich war. Leder Hacker. Ich bin hier mit Probe. Das wird helfen, unseren Sieg zu besiegen. Warte, warte, lass mich die machen, lass mich die machen. Danke. Okay, mein Herz hat sich langsam wieder beruhigt. Ist gut, oder? Das ist besser. Es fühlt sich so gut an. Meins hatte schon vor längerer Zeit beruhigt. Ich kapier's bei dir, weil du hast dein erster Sieg. Mein erster Sieg war Team und das ist leichter. Duo haben wir gemacht. Und mein Team habe ich mit besseren. Also nicht, dass du schlecht bist, aber die waren gut und da habe ich halt meinen ersten Sieg gemacht. Ist ja auch eigentlich fast normal. Eigentlich hatte ich Vorgaben, mein ersten Team in Duo zu machen und danach in Solo. Duo ist eingetroffen. Solo hoffe ich mal. Aber ich habe immer gewusst, mein erster Sieg wird mit Solo kommen. Duo. Was laber ich? Ja. Leute, ich würde sagen,
Die Folge wird euch wahrscheinlich nicht so gut gefallen haben wie all die anderen, weil hier ist jetzt theoretisch auch nur so Talk about things, was passiert ist. Aber Leute, ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, abonnieren nicht vergessen. Ich habe gesehen, ein Drittel meiner Zuschauer sind keine Abonnenten. Das sind über 10 Leute. Klar, hört sich jetzt nicht so viel an, aber für mich ist das schon echt enorm viel. Ja. Ich würde sagen, bis denne, bis sich mein Herz wieder beruhigt hat. Und dann sehen wir uns wieder. Ciao mit E. Tschüss.